Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit Autopolis und dem Toyota Alphard Executive Lounge. Executive, nicht Executive. Executive Lounge. Wir werden heute mit diesem wundervollen Automobil hier unterwegs sein. Nicht mal ganz 400 Leistungspunkte. Boah, mehr als genug. 221 Kilowatt Leistung. Das ist stark. Das ist sehr stark. Das ist richtig, richtig stark. Das sind, warte mal, 260 PS. Das sind 300 PS fast. Crazy. Ja, und etwas mehr als 2 Tonnen Gewicht. Holy moly, der dürfte sehr schnell sein. Alter, okay. Also, RIP an alle Leute, die aus dieser Perspektive spielen. Das funktioniert dann schon mal nicht so gut. Du siehst auch keine Gegner hinter dir. Na gut, die Perspektive ist natürlich super. Die Dachperspektive ist ja herausragend mit diesem Auto. Okay. Es ist zum Glück nur eine kürzere Version von Autopolis. Ich muss ehrlich gestehen, es ist eine Strecke, die mir nicht so wirklich zusagt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Autopolis. Ich habe übrigens bei der Mustang Challenge es nicht nochmal probiert, mich dann zu verbessern. Ich hatte mir zwar ein Tuning und so rausgesucht, aber dann war ehrlich gesagt der Wille nicht da und zwischendurch war dann auch noch ein bisschen anderweitig Kram zu erledigen. Also, ich sag mal so, er fährt sich überraschend sportlich. Es ist zu geil. Es ist zu geil, einfach dieses Fahrzeug. Ach so. Ah. Rechts hier einfach die Kurzanbindung. Okay, okay, okay. Ich dachte, es geht links rum nochmal. Irgendwas mit 1,28 muss ich fahren, um hier in eine Goldzeit zu gelangen. Das scheint... Moment, Moment, das scheint mir machbar. 1,305. Ich meine, in der letzten Kurve habe ich wahrscheinlich eine Sekunde oder so verloren. 1,28,6. Ich bin jetzt schon nur eine Zehntel hinter Silber. Hm. Okay. Ja, das ist doch cool. Ich werde da mal das Radar offen lassen, weil dann sehen wir auch mein Ghost. Ja, da ist der dritte, glaube ich, besser. Einfach nur, um das Auto auch mal häufiger zu sehen, werde ich den Ghost hin und wieder auch mal auf einer Geraden einblenden. Ja, da kam ich auch einfach zu weit raus. Galt jetzt nicht als... Ah, doch. Das war ein Cut.
Ja, Mensch, dann... Erkenn mir doch die Zeit ab, aber lass mir doch die nächste Runde, bitte. Okay, ganz kurz. Hier muss man wahrscheinlich... Boah, es ist schwierig. Vor der schnellen Runde halt eigentlich einen sehr guten Exit erwischen. Aber die Frage ist... Ja gut, ich könnte wahrscheinlich ein bisschen später noch zum Scheitel hin. Ich hab's lustigerweise beim ersten Versuch noch am besten hinbekommen, da durchzukommen. Sieht schon mal ganz gut aus. Joa, das ist cool. 1,29,0. Das Problem ist, dass wir so langsam aber sicher in Richtung... Du musst jetzt wirklich komplett ans Limit gehen. Ranreichen. Gang mal ein bisschen länger ausdrehen. Hat wohl nicht so viel gebracht. Okay, die Gangempfehlung ist wild. Bei einer 1,28,5 bin ich, glaube ich, zufrieden. Oh! Nice! Also, im Optimum sind wir schon mal sehr nah dran an der Goldzeit. Das ist schon mal echt gut. 1,28,9. Guter erster Sektor. Stark. Ah, ich habe das Gefühl, da kann man... fast voll durch. Oha. Bitte. Jetzt schon die Gold? Nein. Fast. Oh, ja, ich glaube noch nicht.
Das wäre cool, wenn man noch irgendwo die Ergänzung hätte für die Goldzeit. Zumindest laut letztem Update-Stand oder so. Kann ja gerne irgendwie alle 10 Minuten aktualisieren oder jedes Mal, wenn man ins Menü geht. Das sah sehr schön aus. Ja. So, diese Linkskurve habe ich gerade versaut. Ja gut, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen weiter aufs Gras und das ist nicht so schlimm, ne? Okay. Das ist super. Das ist es. Das ist die Zeit. Das ist schon nach 11 Minuten erreicht. Hä? Leute? Was machen wir jetzt? 1,28,4. Nice. Position 10.000ster. Oh, ist okay. Ist tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt das Auto, bei dem ich den höchsten Anspruch habe. Oh, ich habe vergessen, dass, Replay zu speichern. Ist tatsächlich jetzt auch nicht das Auto, wo ich den höchsten Anspruch habe. Oh! Wait, am 1.4. hat man direkt hier Nations Cup. Brands Hatch mit dem Audi DTM? Oder was? Wait. Zeig mir erstmal den Veranstaltungsplan. Alles gut. Gruppe 4 und Gruppe 3. Ah, Grand Valley Highway 1. Ja. So, dann würde ich sagen, kaufen wir das Auto mal und fahren den mal ein bisschen. Ist das eines der skurrilsten Autos im Spiel? Ist das mit so, keine Ahnung, ein Go-Kart oder Dodge Tomahawk irgendwie das skurrilste Fahrzeug? Ich meine, ey, der passt hier kaum rein. Also, ich meine jetzt nicht von wegen, der passt nicht ins Spiel, aber er passt kaum in den Bildschirm rein. Das ist aber krass, ey, 300 PS. Das ist schon ein recht ordentliches Ding, also, ja, nehmen wir doch mal. Wie viele Leistungspunkte hat das Fahrzeug eigentlich? 400. Hey, immerhin. Das ist nicht schlecht. Gucken wir mal, in welchen Rennen wir hier mitfahren können. So. Europa. Hier waren gewisse, ja, Sunday Cup 500. Jetzt mal ganz kurz, ganz kurz. European Sunday, ja. Also, ich verstehe durchaus den Willen, hin und wieder mal so ein bisschen was, ja, so verschiedene Fahrzeugkategorien zu erschaffen. Aber wenn man ohnehin so wenige Events zur Auswahl hat, warum nicht einfach sagen Sunday Cup? Warum muss es der europäische Sunday Cup sein, der japanische Sunday Cup, der französische Sunday Cup? Gibt's nicht, aber 500 Punkte. Wow. Voll anpassbares Renngetriebe. Wir tunen die Karre jetzt mal komplett. Let's go. Da kommt Diff, falls wir da noch was anpassen wollen. Rennbremsbeläge. Das ist tatsächlich das, was mich beim Tuning-Menü auch ein bisschen immer wieder irritiert. Du musst halt echt sehr viel... du musst halt sehr, sehr viel hin und her... Zum Beispiel jetzt für ein Turbo muss ich hier rüber, damit der Ladeluftkühler was bringt. Jawohl. Hatten wir auch in der letzten Episode, dass ich kurz auf den Ladeluftkühler geguckt habe und dachte so, hä? Bringt nix? Ha, ist ja logisch. Gibt kein Anti-Lag-System. Schade. So, genau. Rennkurbelwelle ist dann bei Semi-Rennen. Voll anpassbarer Computer. So, aber jetzt kommen wir dann zu den Teilen, die dann natürlich erstmal nicht ganz so relevant sind. Beziehungsweise die wir ja schon haben.
Verbindungssteifigkeit erhöhen. Hat das Auto definitiv nötig. So, warte mal. 2 Tonnen, 2,2 Tonnen, 1,9. Wir haben jetzt schon 310 Kilo gespart. 221. Und nochmal 155. Ja, 650 Leistungspunkte. Das Ding rockt hier gerade so ein bisschen wie die Porsche rein, die wir in der letzten Episode hatten. Ich habe ja übrigens vor einer Weile mal so ein bisschen über meine Eistee-Diät gesprochen. Den Plan quasi, dass ich nach und nach weniger Zucker zuführen möchte. Komm, fahren wir hier mal mit. Alles gut. Und ich hatte ja auch gesagt, dass das erstmal bei mir über den Weg funktioniert. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich Intermediates jetzt nehmen, oder? Wir gehen mal auf weiche Sportreifen. Dann sind wir auch... Wait, 641. Ah. 600... Okay. 20 Punkte jeweils, krass. Alter. Der Gerät. Eieiei. Alter, was ein Monster. Nee, also der Plan war ja erstmal quasi die Softdrinks, die viele Kalorien haben, durch Softdrinks zu ersetzen, die wenige Kalorien haben. Und tatsächlich kann ich jetzt schon mal freudig verkünden, dass ich tatsächlich sehr viel Disziplin auch bewiesen habe und dass das bis jetzt auch sehr gut geklappt hat. Es geht, by the way, nicht nur um die Softdrinks. Okay, wir haben 8 Gänge, sehr schön. Ich wollte nur mal wissen, ob wir auf der Geraden irgendwie knallhart in den Limiter reinbrettern werden oder ob wir noch ein bisschen Puffer haben. Geht nicht nur um die Softdrinks, sondern es geht auch um die Süßigkeiten allgemein und die werden dann halt auch entsprechend nicht Teil meines regelmäßigeren Konsums. Alter, die sind eben nicht Teil meines täglichen Konsums. Dadurch, dass ich da jetzt auch einfach sehr diszipliniert bin. Und tatsächlich ist auch, was die Menge an Eistee angeht, die ich trinke, das Ganze jetzt schon wieder runtergefahren. Und ja, tatsächlich hat das sehr gut funktioniert. Also im März bin ich bei 108,2 Kilo gestartet. Und natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, Gewichtsverlust zu ermitteln, wenn du vom Startpunkt ausgehst, denn immerhin habe ich, wie auch jeder andere Mensch, am Anfang vermutlich ein bisschen Wasser verloren auf dem Weg dahin. Glykogenspeicher werden geleert. Du verlierst auf jeden Fall anfangs immer ein bisschen mehr Gewicht, aber mittlerweile, hier haben wir jetzt den 1. April und ich bin tatsächlich ziemlich genau bei 103 Kilo jetzt angelangt. Und, ja, 5 Kilo in einem Monat, das wäre, glaube ich, für selbst für meinen Übergewicht dann, glaube ich, schon mindestens grenzwertig, ob man so viel abnehmen sollte in so kurzer Zeit. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt eben der 1. Monat ist, würde ich sagen, das sollte man nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Ich denke mal, dass es die nächsten Monate, wenn ich so 1:1 weitermachen würde, dass es dann mit 2, 3, vielleicht höchstens 4 Kilo in einem Monat weitergehen würde. Und 2, 3 Kilo wäre, glaube ich, recht bedenkenlos, was man an Gewicht abnehmen kann. Alter. Oh, da kommt sogar jetzt die Regenfront. Okay, also Auto ist beim Anbremsen ein bisschen unruhig. Ich frage mich, woran das liegt. Ja, Mann. Die Lichthupe
dieses gottgleichen Autos. Nö, aber ich bin happy. Ich bin zufrieden. Süßkram gab es vielleicht mal vereinzelt Kuchen. Natürlich nicht zu unterschätzen. Aber ich meine, letztendlich sollte jeder trotz all der Disziplinen auch, ich sag mal so, das vielleicht nicht zu radikal wagen. Und deswegen, ich glaube, der Schritt, wie ich es gemacht habe, war schon zumindest für mich der ganz gute und ganz richtige Schritt, einfach zu sagen, hey, keine Ahnung, wenn du Softdrinks trinkst, die 40 Kalorien pro 100 Milliliter haben, geh mal auf welche runter, die 20 haben. Mittlerweile bin ich bei einem Eis, der 13 hat. Und wie gesagt, die Mengen, die sind jetzt auch deutlich runtergefahren. Insofern bin ich da insgesamt auf einem echt guten Weg und hoffe, dass das so weiterläuft. Ziemlich genau 103 Kilo heißt, wenn ich das tatsächlich so einen Monat noch weiter durchziehe, dann dürfte ich zum Ende des Monats hin an der magischen 100er Grenze kratzen und vielleicht sind wir da schon drunter. Das wäre auf jeden Fall sehr cool und das ist zumindest die Hoffnung, dass man da dann hinkommt und dass man da die Möglichkeit hat, noch weiterzumachen. Und vielleicht dann jetzt seinen gesamten Lebensstil so zu ändern, weil, wie gesagt, mittlerweile ist es halt nicht nur, ja, ich trinke jetzt Eistee statt Cola oder so, sondern, nö, ich laufe im Supermarkt am Schokoriegelstand vorbei und nö, wird einfach nichts mitgenommen. So, 33,5 Kilometer. Wir haben aber auch erst 22 Minuten in dieser Episode. Ich bin noch nicht ganz gesättigt. Haha. Abnehmen Wortwitz. Nee. Wir müssen natürlich auch nochmal die Daily Dings hier vollkriegen. Gehen wir mal auf irgendein random FF-Auto. Ja, rein da. Let's go. Wait. Ich glaube, ich habe vergessen, das Replay zu speichern. Das ist ärgerlich. Ja, so ein schönes Thumbnail wäre natürlich auch schon mal sehr, sehr schick. Ja, und wie gesagt, das ist tatsächlich jetzt beim Thema Abnehmen mal ein etwas anderer Ansatz gewesen als sonst. Sonst hört man immer, esst viel Proteine und auch viel Gemüse, das sind super Tipps, ja, also wenn du viel Gemüse isst, ich meine, das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie du quasi deine Ernährung anpassen kannst, und da ist eigentlich jeder Weg so ein bisschen auch darauf ausgelegt, dass du am Ende weniger Kohlenhydrate, insbesondere Zucker zu dir nimmst und in meinem Fall war das dann jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt darauf achtest, viele Proteine zu dir zu nehmen, dann guckst du halt, okay, was hat viele Proteine? Und dann isst du das. Aber der Ansatz, einfach primär zu sagen, weniger Zucker, der hat bei mir zumindest bisher sehr gut gefruchtet, dass ich dann jetzt auch sagen kann, okay, ich esse einfach sehr viel weniger Zucker, trinke weniger Zucker und kriegst darüber hin quasi das Verhältnis, wie viel Protein esse ich versus wie viel Kalorien nehme ich zu mir, in ein besseres Licht zu rücken.
Bam. Sehr schön. So. Ja, und wir brauchen noch etwa 4,2 Kilometer. 3.13 Uhr nachts. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe heute schon geschlafen. Ah, 4-Wheel Drive Challenge. 600 Punkte. Let's go. Ja, ich habe tatsächlich mich so gegen 9 Uhr ins Bett gelegt, glaube ich. Und bin dann so gegen 12 Uhr wach geworden. Auch wenn sich das thematisch vereinzelt wiederholt, aber tatsächlich ist es wieder eine etwas stressigere Phase. Ich hoffe, dass halt jetzt im April alles einfach mal so ein bisschen abreißt, was so Stressthemen angeht. Dass man da einfach mit einem sehr ruhigen, guten Gewissen sagen kann, yo Leute, ab jetzt wieder komplett befreit. Loslegen. Uiuiui. Dieser sehr kurz übersetzte Achtergang irritiert mich sehr. Immer wieder auch mal prüfen, ob die Aufnahme läuft. Ich habe ein, zwei Mal eine vollgelaufene Festplatte gehabt, seitdem, egal wie oft ich es auch zwischen den Aufnahmen checke, immer ein bisschen Paranoia dabei. Weil man sich denkt, jo, sollte hoffentlich alles passen. Ich prüfe aber nochmal nach. Tschüss, Skyline! Der Familienbus hat dich einfach easy peasy weggesnackt. Ich probiere mal eine Runde, warte, so zu fahren. Alter, wait, hat das Fahrzeug standardmäßig 4 Auspuffendrohre? Okay, man sieht halt die Ideallinie. Ich finde, zumindest über die Kamera, die bei GT7 ist, erkenne ich kaum, ob das Auto jetzt quasi ein bisschen quer geht. Weil die Kamera halt auch so unfassbar steif am Heck des Fahrzeugs klebt. Driving Park, easy peasy, erledigt. Es ist halt auch einfach ein geiles Auto, ne? Also, ich muss tatsächlich sagen, das ist so eines der wenigen skurrilen Fahrzeuge in Gran Turismo 7, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, hey, die haben aber auch ein gutes Meme-Potenzial. Ich habe auch gesehen, da driften Leute gerne auch mit diesem Auto. Und, keine Ahnung, bei vielen der
Vision Gran Turismo Autos denkst du dir so, ja, okay, die sind halt da, das ist ein weiteres Vision Gran Turismo Auto, schön. Aber bei dem hier denke ich mir, ja, ist natürlich auch erstmal ein bisschen Quatsch, eigentlich dieses Auto in diesem Spiel so in der Form zu haben, aber ist halt eigentlich auch ganz cool. Okay, bitte keine Pagani-Einladung. Ah, immerhin. Damit kann ich, glaube ich, wenigstens was anfangen, weil ich glaube, den Pagani haben wir schon mal. Ja, das Safety Car wäre natürlich cool gewesen, da hätten wir auch recht happigen Preis für verlangen können. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Gran Turismo 7 mit diesem wunderschönen Toyota Alphard Executive Lounge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Gerne ein Abo raus, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis zum nächsten Mal.